Sobald mein Schild weg ist, drehen die sich gleich um und greifen meine Türme an. Ne, sie tappen hinterher, das ist noch viel besser. Okay, Schild regeneriert, Schild regeneriert. Oh, die Türme halten richtig was aus. Das ist krass. Da hat er definitiv was krank. Oh, nein, 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 nein. Hier, mich, mich. Weg. Kein Turm ist ja kaputt, oder? Okay. Ich muss mehr Kristalle abbauen, damit ich mir nicht mehr so einen Kopf mache um jeden einzelnen Turm. Das ist echt ein bisschen albern. So genau. Dumm. Dumm, 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 dumm. So, alles abliefern. Oh, nicht vorm Zug stehen. So, 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 so. Also das da oben war ein bisschen viel. Ist jetzt kaputt. Ich habe ein paar Alien-Artefakte bekommen, aber das ist nicht wirklich viel. Hm. Aber das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich wollte mich eigentlich nur vergewissern, dass hier oben alles okay ist. Und das ist okay. Und dann langsam arbeiten an einem 6er-Drill. Aber echt langsam, weil das geht nicht so schnell. Dafür habe ich jetzt zwei neue 4er. Die kann ich auch schön platzieren, wo sie gebraucht werden. Da sehen wir noch einen kurzen Trip nach unten zum... Kupfer. Ob hier alles okay ist? Nee. Oh Gott, die Ressourcen gehen so schnell weg, wenn man super tolle Drills benutzt. Wer hätte das gedacht? Du, dahin. Ah ne, da ist keine Abdeckung. Nee. Ja, das ist jetzt unpraktisch. Hm. Lässt sich aber nicht ändern. Was für ein Drill bist du? Ein Dreier-Drill. Noch ein Vierer. Dahin. Zack. Ganz schnell. So, du wirst hier unten fast alles abdecken und ihr deckt da oben alles ab. Und wir haben wie viel Kupfererz inzwischen? 34.000. Ist immer noch nicht so viel wie Eisen. Das ist krass. Aber gut. Rote Chips sehe ich immer noch keine. Sehe ich Plastik? Nö. Sehe ich Stahl? Nö. Das ist doof, 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 doof. Sag mir bitte wenigstens, dass der Öltank so ein kleines bisschen gefüllt ist. Ja, ist ein kleines bisschen gefüllt, aber es ist jetzt schon seit zigtausend Folgen. Na, wobei, ich muss eingestehen, ich habe überall Speedmodul reingehauen. Das macht schon einen Riesenunterschied. Also solange ich hier so ein bisschen was auftaucht. Also ich könnte jetzt noch bessere Pumpen. Erstmal muss ich mein Inventar wieder aussortieren. Ganzen Leichen so rausschmeißen. Ich könnte jetzt die noch besseren Pumpchecks bauen. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass... Das klappt so nicht. Ding. Weil selbst wenn ich die jetzt hinsetze, das wieder nutze irgendwie 20% mehr Ausbeute oder so. Wir sind Schweine, Alter. Wie viele blaue Chips habe ich? Ja, ich könnte es machen. Bau. Bau, bau. Hier wird Schwefelsäure verbraucht. Schwefelsäure hat sich ein bisschen erholt. Da waren wir auf Null runter. Das ist also schon mal vorteilhaft. Batterien werden auch durchgehend hergestellt. Auch relativ langsam. Stromsparender. Oh genau, Batterien. Tauchen Batterien auf. Ich sehe unten 100 Batterien, aber ich habe keine Ahnung, welche das sind. Das werden wahrscheinlich eher die Advanced Laser Schieß mich tot Batterien sein. Du bist fertig. Du bist voll und wirst nicht abgeholt. Mach mal hier. Roboter ein bisschen auslasten und so. Passiert ja so selten. Oder ich könnte über meinen Schatten springen und hier die Pumpchecks hinstellen. Und das hier woanders.
Das wäre aber echt schade. So eine schöne Ecke hier. Na, wobei, momentan geht's nicht auf mit den Solarzellen. Ich teste mal was. So, was, wenn ich die Solarzellen jetzt einfach hier so weiterbaue? Naja, die gehen immer nicht auf. Warte mal, das kann nicht sein. Irgendwann müssten sie doch. Genau, wenn ich sie bis hier bauen würde, könnten wir sie einmal durchziehen, es wäre kein komischer Strich drin. Aber genau dann sind die da weg. Alle veräppeln hier. Wo tritt das sonst noch auf? Nirgends. Was soll's. Wobei, nee, nichts was soll's. Ich schiebe die Sachen immer wieder auf und dann rege ich mich später darüber auf, dass es nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Was ich jetzt machen werde, ist das Ding komplett woanders hinsetzen. Und zwar hier. Das heißt, hier müssen jetzt alle Lampen weg. Zack. 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 Dann müssen die Steine weg. So, du kannst weg, du kannst weg. Du hast hier eigentlich auch nichts mehr verloren. So, genau, die ganzen Lampen kommen jetzt weg. Und jetzt baue ich einfach komplett das Ding von da unten hier hin. Dann kann ich da unten die Ölfelder hinbauen, ohne Probleme. Weg, weg. Oh, die Roboter sind so langsam in letzter Zeit. Wobei, ich muss auch mir eingestehen, dass ich die Construction Bots ziemlich vernachlässigt habe. Also zum einen produziere ich sie gerade nicht nach und die gehen ja ab und an kaputt. Also vielleicht habe ich fast gar keine mehr. Oder sind halt beim Außenposten. Und sie sind immer noch MK0. Weil die aufzustufen wäre echt ein bisschen komisch. So. Kein Roboport im Weg, kein gar nichts. Bau einfach hier hin, ohne dass ich drin stehe. Den Blueprint hin. So, und da wir dafür nicht genug Ressourcen haben werden, ganz auch weg. Da wir dafür nicht genug Ressourcen haben werden, werde ich dann einfach die nicht hier abreißen. Naja, wobei nur die hier eigentlich, ne? Ja, reiß mal die da ab. Die da ab. So geht das ganz gut. Ja, ich glaube, die Substations bleiben genauso stehen. Das heißt, die müssten das hier eigentlich komplett abbauen, da oben hinsetzen, dann kommen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komplett neue Pumptracks hin, die am Anfang 2, 3 Einheiten oder was pro Sekunde ohne Speed-Module rüber transportieren. Das sollte echt super schnell abgehen. Ich kann das ja mal schon mal hier hinsetzen. Oh, warte mal, ich wollte deren Reichweite testen. So. 16,6. Was? Immer noch 16,6? Stopp, 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 nicht leer saugen. Das ist komisch. Also ich dachte gerade, die 16,6 kommen daher, dass die Umliegenden irgendwie mitgenommen werden, aber das scheint es nicht zu sein. Pro Sekunde. Krasser Scheiß. Okay. Ja, wir brauchen Rohre. Definitiv Rohre. Bau davon Rohre. Dann brauchen wir normale Rohre. Und das geht von hier aus dann alles ab bis nach anscheinend hier. Und von hier aus geht es nach unten. Nee, so rum war schon. Richtig, dann geht's hier runter. Boah, ist das viel Strecke, das wir abdecken müssen. Jetzt da, von hier geht's darüber.
Moment mal. Ja, hier ist fast okay. Dann geht's da runter. Nee, geht nicht. Geht es hier? Ja, hier geht's. Also es geht hier runter. Dadurch. Und genau deswegen wollte ich das nicht machen. Es ist mir alles viel, viel, viel zu frickelig. Ich kann das B- und Entladen. Mit den Ölfässern. Ich glaube, das mache ich. Ja, dann kann ich auch später Öl-Außenposten theoretisch machen. Also ihr schmeißt jetzt einfach alles hier rein in eine superschnelle Fabrik. Die natürlich auch irgendwie... Nö. Einfach nur dahin. So, du machst bitte... Fill Crude Oil Barrel. So, mit Oil, sinnigerweise. Wo sind die normalen Rohre? Da. So ein Tank dazwischen wäre vielleicht auch eine Idee, oder? Bau mal. Wir hatten ein Stahlproblem, oder? Ich glaube, da war was. Kann ich. Da, genau. Bau Oil Barrels. So, schmeiß die da rein. Warte mal, wenn ich hier Produktivitätsmodule. Das wird nicht gehen, ne? Nee. Es wäre komisch, wenn ich Fässer jetzt duplizieren könnte. So, das heißt, wir brauchen hier eine Kiste. Eine Kiste. Du hättest immer gerne leere Fässer. Ruhig ein paar mehr. 100 Stück, sagen wir mal. Ärmchen rein. Ärmchen raus. Mach was ruhig schnelle Ärmchen. Und du hast keine Begrenzung. Das heißt, wir schmeißen einfach hier alle Fässer rein. Dann brauchen wir nur noch unten eine Fabrik, die Fässer herstellt. Oh Mist. Fabrik, die Fässer herstellt, klappt nicht. Weil sie produziert ja so lange, wie Nachfrage da ist. Und es wird immer Nachfrage hier sein, weil das Ding nicht durchgehend voll ist. Also stell dir einfach von Hans so ein paar hundert her und dann sollte das eigentlich okay sein. Ich denke schon. Und ich sollte auch hier schon mal die neuen Dinger hinbauen. Und auch alle die mit Produktivitätsmodulen auslasten. Warum eigentlich genau Produktivität? Also ich habe das einfach aus Reflex gemacht, weil die Ressource mir so wichtig vorkam. Aber sie ist ja eigentlich später unendlich und die Felder werden so oder so auf 0,1 runterfallen. Oder 0,4 bei dem Drill, keine Ahnung. Also da ich das Produktivitätsmodule benutze, zögere ich das Ganze ein bisschen heraus, dass die schlechter werden. Das ist richtig. Aber, ja, kann ich später immer noch ändern. So, hier noch einmal. So. Hier sind ja auch noch über welche. Krass. Okay, also definitiv gute Entscheidung, das hier wegzumachen. Wie sieht der Aufbau oben aus? Komisch. Okay. Wieder nach unten. MK2 ist schon mal besser als MK gar nichts. Und tu dich bitte so, so, so verbinden. Stell her. Mehr Stahlbarrels. So, und das Ganze brauchen wir jetzt nur noch einmal unten als Entladesystem und dann passt das. So. Für den Anfang sollte das reichen. Ja. Entladesystem kommt dann hier bei den Tanks hin, würde ich sagen. Lass mich durch, ich bin zu schnell. So. Hier so hin. Du kippst bitte Fässer aus. Achso, ein bisschen weiter nach rechts dann. Dahin. Du kippst bitte Fässer aus und kippst sie nach da. Kriegst dann auch eine... Oh, ich habe nicht genug blaue Kisten. Oh, warte mal, das kann ich jetzt machen. Ich hätte gerne immer 50 blaue Kisten und 50 rote Kisten. Ta-ta-ta-ta. Kisten, 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 Kisten. Krass. Gut. Kiste.